jetzt gerade? Jetzt geht es mir noch soweit gut. Ich habe jetzt 2 Stunden hier auf die Anmeldung gewartet. Jetzt haben wir ja immer noch eine kleine Schlange hier vor uns, aber sonst geht's eigentlich. Besser als sonst. Besser als sonst. Ich trinke ein bisschen mehr, ich esse ein bisschen mehr. Das ist das Angenehme jetzt. Wie sieht der Tag heute noch aus? Sobald hier alles erledigt ist mit der Anmeldung, werden wir unsere Taschen aufs Zimmer schleppen und dann muss ich mich erstmal trockenlegen bis morgen früh. Dann lege ich mich erstmal hin, keiner sieht und hört mich, und damit ich morgen eine vernünftige Form bringe. Okay, super. Birte und Werner, jetzt im Athletenhotel. Hi. Wie war für euch heute die Anmeldung, Birte? Sehr lang, sehr anstrengend durch das lange Warten. Wir mussten 2 Stunden warten, zumindest ich und auch viele andere Athleten, die vor und nach mir eben angestanden haben. Dann noch zum Tanning. Also insgesamt habe ich da gut 3,5 Stunden verbracht. Aber war allein schon beeindruckend, die ganzen Nationen dort anzutreffen, die vielen Athleten zu sehen, auch die Form schon irgendwie zu erahnen, das ist schon echt bombastisch. Ist halt eine Weltmeisterschaft. Werner, ja. Wie war es für dich? War sehr anstrengend. Wir haben gedacht, umso früher wir da sind, umso früher kommen wir auch dran. So, demnach war dann auch war es nicht so. Es wurden erstmal die ausländischen Kollegen vorbezogen, damit die schon mal in die Hotels schlafen gehen können oder sowas. Und wir haben dann schlussendlich 4 Stunden gewartet, mit allem drum und dran, bis wir dann fertig waren und im Hotel. Und ja, jetzt entspannen wir uns hier. Und ja, ich bin gespannt, wie es morgen wird. Das ist ein großes Ereignis. Das ist jetzt meine 3. Weltmeisterschaft. Und ja, ich freue mich drauf. Was habt ihr jetzt eben noch hier gemacht oder was macht ihr gleich noch? Schlafen? Ja, ich kam vor gut einer Stunde erst im Hotel an und ja, Beine hoch, noch ein bisschen plaudern, wie es den anderen Athleten so geht, die auch im Hotel sind. Einfach ausruhen und dann ja, frühzeitig ins Bett, weil morgen geht's ja auch schon sehr früh los. Ich habe mich hauptsächlich mit Essen beschäftigt. Ich habe meine Reisefressbox hier dabei. Da habe ich 10 Schalen mit Reis und Rinder-Tatar drin und Rosinen und sowas. Und das habe ich jetzt im 2-Stunden-Takt gegessen. Das hat nicht gereicht. Jetzt war ich unten noch im Restaurant und habe da nochmal einen Putenbrust mit Reis gegessen. Und Fressack. Ja. ja, solange ich nicht trinke, passiert mir da nichts. Mittlerweile kenne ich meinen Körper ganz gut. Und ja, jetzt versuche ich gleich einfach nur zu schlafen. Okay, dann schlaf gleich gut und dann sehen wir uns morgen. Genau. Alles klar, bis morgen. So, hier sehen wir jetzt jemanden, der vielleicht einigen nicht ganz unbekannt ist. Die Doro, hi. Hi. Du bist die Mutter von Werner Vollkommer? Ja. Der morgen starten wird? Richtig. Gut. Und wie viele ja nun wissen, stehst du voll dahinter, bist oft bei Meisterschaften dabei, ja. Schon 2 Jahre, glaube ich, jetzt. Das 3. Jahr. Wie kam das jetzt so dazu, dass du damit reingekommen bist? Naja, Werner hat die Sportart gewechselt, wollte zum Bodybuilding und wusste nicht, ob er gut ist bei dem, was er macht. Und hat 2012 einfach mal ausprobiert, ob er gut ist. Und dann haben wir Diät zusammen gemacht und ja, ihn dementsprechend vorbereitet. Und dann sind wir angetreten bei der Norddeutschen Meisterschaft. Da hat er gleich gewonnen bei den Newcomern und bei den Junioren und hat dann seine erste deutsche Meisterschaft gemacht. Da ist er, glaube ich, 2. geworden, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und so ging es dann weiter. Ne? 2013 nochmal Junioren, 2014 jetzt sein erstes Männerjahr. Im Frühjahr ist er Athletik gestartet und ziemlich erfolgreich gleich zu Anfang. Norddeutscher Meister, deutscher Meister, Gesamtsieger der Athletikklassen. Bei der WM ist er dann 5. geworden. Ja, jetzt versucht das in Man Body 2, 5 Monate später. Das war ein ganz schöner Riss für ihn. Naja, und ich bin eben immer dabei. Ich bin so ein bisschen für Diät zuständig, für neue Rezepte entwickeln und aufpassen, dass es läuft. Genau. Du hast mir eben schon was gezeigt. Das würde ich gerne nochmal den Zuschauern zeigen. Das ist Werners, ja, Snackbox oder wie nennt man das? Naja, es ist Werners
Zusatzwettkampftasche, sagen wir es mal so, weil sich das einfach rauskristallisiert hat, dass wir mit zwei Taschen besser unterwegs sind als mit einer. Dann hat man nicht so eine Wühlerei. Und wir haben ja auch gewisse Anforderungen, was das Hotel betrifft. Wir müssen eigene Bettwäsche mitbringen, eigene Handtücher, weil man sonst eine nette Rechnung hinterher geschickt bekommt, wenn die Tanningfarbe überhängt. Und naja, also müssen wir alles mitnehmen. Okay. Magst du mal einen Blick reinwerfen lassen? Ja klar, kein Problem. Das ist also die Zusatzwettkampftasche. Fängt an mit einem farbfreundlichen Bettlaken in riesengroß. Ne? Eigene Bettwäsche. Eigene Shirts, je nach Bedarf. Entweder Team Fuchs mit den Big Guns oder sein erstes Shirt, was wir ihm haben machen lassen. Athlet und Teamvollkommer. Aber für die Universe gibt es ja, weil es eine internationale Meisterschaft ist, Teamkleidung fürs Team Germany. Die ist schon drüben in seinem Zimmer. Hier haben wir sein Geheimnis aller Geheimnisse, die Farbtüte, ne, mit allem, was man dazu so braucht, inklusive Posing-Slip. Das ist die Tüte, die zuerst kontrolliert wird, bevor es losgeht. Eine Ersatz-CD von seiner Musik ist hier in der Tasche. Nichts geht am Wettkampftag ohne Schleichwerbung, ne? KLW. Danke nochmal an Yvonne van der Haast. Und ganz wichtig, ohne diese kleine Zauberkiste geht auch leider überhaupt gar nichts. Sieht lecker aus. Ja, das findet er morgen auch. Die ist aber bei mir im Zimmer, damit er sie auch wirklich morgen erst angelegt kriegt. Ja, und dann eben noch entsprechend Handtuch, was schmutzig werden kann. Das ist Werners Zusatzwettkampftasche. Und die wird bei Mama aufbewahrt. Besser ist das. Ja. Wir haben getrennte Zimmer, so wie das sein muss. Und naja, er ist ja sehr diszipliniert. Er würde das gar nicht brauchen, er könnte das alles selber. Aber ich glaube, er genießt es auch ein Stück weit, dass er das nicht alles selber machen muss. Super, dann danke für den Einblick. Gerne. Drücken fest die Daumen für morgen und wir sehen uns, ne? Wir sehen uns. Was geladen, ja, mit einem Muffin. Ja, genau, ich habe festgestellt, wenn ich jetzt vorher ein bisschen was mit Zucker und so esse, dann zieht das noch mehr Wasser raus und macht mich irgendwie noch härter und praller. Und ist auch gut für den Kopf irgendwie. Besser als diese ganze Zeit dieses Reis gegessen und so. Und macht mich glücklich. Ja, in der Situation. Ne? Wenn ich schon nicht trinken kann, dann wenigstens was Leckeres essen. So nach knapp 2 Stunden, dann ist es soweit, ne? Ja, nach 2 Stunden noch einmal Power geben. Dann hoffe ich, dass ich in den ersten Vergleich komme. Es bis ins Finale schaffen, in die Top 6. Wenn nicht, bin ich auch nicht traurig, weil es ist die Universe und ich starte in der Bodyklasse zum ersten Mal. Ne, vorher war ich Athletikklasse, davor war ich noch Junior. Ja, und jetzt habe ich es einfach nochmal mit ein paar Kilo mehr drauf probiert und ja, gucken, wie weit ich komme. Ich gebe mein Bestes. Okay.
So, jetzt bist du durch? Jetzt bin ich durch. War leider hat es leider nicht gereicht. Ne? Hat es leider diesmal nicht gereicht, aber ich bin gar nicht so traurig. Es ist in Ordnung. Nee, ich bin einfach noch nicht so weit. Mir fehlt da die Masse im Gegensatz zu den anderen. Da fehlen mir noch einfach 10, 15 Kilo. Und dafür werde ich mir jetzt die nächsten 1-2 Jahre Zeit nehmen. Ich habe das nächste Ziel, Masse aufzubauen. Und dann komme ich wieder. Dann wird das anders aussehen. Und jetzt erstmal ins Hotel, duschen, was essen und den Saisonabschluss genießen und die Offseason einläuten. Genieß mal die Weihnachtszeit, ne? Die Weihnachtszeit, ich werde auch bestimmt öfter cheaten jetzt erstmal. Und dann ab Januar wieder ganz strange meinen Aufbauplan weitermachen. Super, danke schön. Jetzt ist erstmal Erholung angesagt. Okay.